Yo, yo, hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video hier. Ich bin der Nock und hallo YouTube. Und ich wollte mal ganz kurz was zu meiner neuen Serie im Auftrag Nock sagen. Also das jetzt auf jeden Fall Teil 3. Die letzten zwei Teile haben wir ja abgedreht, war richtig geil, waren richtig geile Vorschläge dabei. Und sorry auch dafür, dass das Video jetzt einen Tag zu spät kommt. Normal kommt es immer freitags. Ich wollte es jeden Freitag bringen, aber jetzt ist gerade Freitag, wo ich das Video aufnehme. Und jetzt haben wir gleich 10:30, also lohnt sich jetzt nicht mehr, das hochzuladen. Deshalb sorry für den einen Tag Verspätung, das kommt aber dafür dann am Samstag sozusagen. Also von mir aus gesehen morgen. Für euch jetzt. Und erstmal vielen Dank für eure Vorschläge wieder. Es geht jetzt wieder weiter mit dem Auftrag Nock, aber es gibt vorerst eine kleine Änderung, weil ich gerade so viel um die Ohren habe und viel machen muss. Ich komme gar nicht dazu, irgendwas überhaupt zu machen. Deshalb machen wir jetzt erstmal im Auftrag Nock nur mit Spielen. Also ihr könnt mir reinschreiben, was ich zocken soll oder was für ein Spiel genau, was ich dort machen soll oder was ich mir angucken soll. Und was geil ist an der Sache, da kann ich viel mehr Kommentare auch aussuchen und auf viel mehr auch eingehen. Und vor allem, ich kann das schneller machen, wie wenn ich jetzt irgendwie raus muss, und das ist alles viel zu viel hektisch gerade und ich habe echt so viel zu tun, ich komme zu gar nichts, ey. Das ist echt gerade ein bisschen stressig und deshalb machen wir das erstmal wieder so, also erstmal nur noch so. Vorübergehend, solange bis ich halt sage, okay, jetzt habe ich wieder Zeit, jetzt können wir loslegen, dann machen wir wieder, wo ich dann rausgehe und dort Sachen mache. Aber jetzt erstmal nur noch mit Games, schreibt einfach mal Games runter, was ihr geil findet, was ich zocken sollte. Unter das Video jetzt könnt ihr direkt loslegen. Oder wo ich genau hin soll, welches Level, was ich dort machen soll, also lasst euren fantasiefreien Lauf. Es kann alles sein, angefangen von Gameboy-Spielen bis PC, also alles. Außer Sachen, die auf PlayStation exklusiv sind, die kann ich nicht zocken. Also alles auf PC und Emulatoren natürlich, ja. Aber PlayStation exklusiv geht dann leider nicht. Sonst alles, also wirklich. Könnt gerne reinschreiben, zockt das erste Mario auf dem Gameboy oder Tetris. Das wäre doch mal geil. Den ersten Teil Tetris auf dem Gameboy oder... Egal, lasst euren fantasiefreien Lauf, klatscht so viel rein, wie ihr wollt. Vor allem, ich kann dann auch viel mehr Kommentare eingehen und dann tue ich mir Kommentare aus. Also zumindest mindestens einer, vielleicht auch mehrere. Mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht packe ich auch in ein Video dann mehrere Kommentare sozusagen. Ihr werdet dann natürlich wieder im nächsten Video gezeigt. Also alle, die jetzt kommentieren, werde ich nochmal zeigen. Und ja, dann haben wir wieder ein bisschen Zeit. Eine Woche würde ich sagen, bis Freitag spätestens, dann kommt die Auflösung. Und dann mal gucken, vielleicht nehme ich ein Spiel dran, vielleicht nehme ich 5 Spiele dran gleichzeitig, also von 5 Leuten von euch. Und wie gesagt, schreibt gerne rein, was ich dort machen soll, in welches Level ich soll oder egal was. Auf das, was ihr halt Bock habt, was ihr sehen wollt. Kann auch was ganz Neues sein, was ihr sehen wollt, wie es aussieht, wie es läuft. Ihr könnt auch gerne schreiben, zock mal irgendein... Beispiel Far Cry 5 und guck mal, wie hardwarehungrig das Spiel ist oder so. Könnt ihr auch schreiben. Also alles, was mit Games zu tun hat, was ich mir angucken soll, was ich testen soll, schreibt das rein. Ich suche mir mindestens immer einen Kommentar aus und werde es dann in ein Video packen. Aber vielleicht mache ich auch echt mehrere, wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Überlege ich mir mal noch, aber auf jeden Fall einen. Und genau, schreibt so viel rein, wie ihr wollt. Und das ist, glaube ich, eine ganz geile Idee. Und wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, dann machen wir wieder Nock on Tour, wenn ich draußen bin. Und wenn ich irgendwo draußen was machen soll. Das ist nämlich auch eine geile Idee, wie ich finde. Die letzten zwei Teile waren echt richtig geil. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Waren geile Kommentare dabei. Jetzt bin ich mal gespannt, was für geile Spieleinfälle ihr habt. Das kann auch total ausgefallen sein. Vielleicht was, wo die Leute nicht so kennen oder so. Wäre vielleicht ganz geil. Auch so in der Horrorschiene vielleicht. Vielleicht gibt es da so den einen oder anderen Tipp von euch oder was ihr unbedingt mal sehen wollt, was ich zocken soll, und werde ich dann machen. Wie gesagt, ich zeige jeden Kommentar, der jetzt kommentiert, wieder im nächsten Video. Das mache ich jetzt immer so im Auftrag Nock, also jeden Freitag, ja. Und und ich glaube, heute ist ja Samstag. Ich glaube, ich streame heute auch. Ich habe ja gerade eben auf Twitter und Facebook gepostet, dass ich heute streame, also am Samstag. Und dann sehen wir uns jetzt einfach gleich im Stream, würde ich sagen. Genau, ich lade das Video einfach hoch. Kurz vor meinem Stream, wenn mein Stream anfängt, so machen wir das. Ich glaube, mein Stream fängt immer so gegen 19 Uhr an, 18, 19, 20 Uhr, und ja. Okay, Leute, dann muss ich einfach sagen, bis gleich im Stream, schaltet ein, und ich bin raus. Bis denne. Peace. Tschüss.